Seilbahn. Hat was mit Geschick zu tun. Das wird jetzt hier hineingefahren. Es gibt dieses Spiel auch in einer kleineren Version. Das haben wir schon mal gespielt, jedenfalls so ähnlich. Aha. Hier haben wir jetzt 9 Becher. Und ihr müsst jetzt über diese Seilbahn, noch nichts anfassen, über diese Seilbahn die Bälle in die Becher bringen, eure Bälle. Du bist rot, logischerweise. Du bist jetzt gelb. Logischerweise gelb. Ja, bei Blau und Rot sieht manchmal ein bisschen zu ähnlich aus in diesem Fall. Also, ihr müsst Bälle über die Seilbahn in diese 9 Becher direkt treffen. Ihr spielt abwechselnd auf dieselben Becher, die da stehen. Da wird nichts getauscht. Okay. Wer als erste 5 Becher mit einem eigenen Ball besetzt hat, gewinnt den Durchgang. Nur der erste Ball zählt. Sollte meinetwegen hier jetzt ein roter reinfallen und danach ein gelber, nehme ich den gelben wieder raus, weil der Becher bleibt für rot. Ach so, damit da vielleicht noch mal einer reinfallen könnte. Nein, immer nur ein Ball. Also ihr müsst, der untere zählt. Der untere zählt. Wenn hier ein roter drin ist, braucht Jeanette keinen roten mehr hier reinpacken, sondern irgendeinen anderen. Mhm. Du kannst den aber nicht gewinnen, weil der ist schon besetzt. Safe. Mhm. Also wenn ein Ball in einem Becher ist, ist dieser Becher quasi raus. Wer als erste 3 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Die Münze entscheidet, wer anfängt. Ab da immer im Wechsel. Ich werde hier dann immer einen Ball rauflegen. Ach so, okay. Und wenn ihr nickt, lasse ich den Ball los. Und dann müsst ihr, es gibt leider auch keinen Probeversuch, mit dem Band das versuchen zu lenken. Aha, verstehe. Okay? Okay. Pass auf, nehmt mal beide das Ding zur Probe einmal in die Hand. Stramm ziehen. Okay. Dann kommt hier der Ball drauf. Und dann kannst du mit der Höhe natürlich die Geschwindigkeit regeln. Aha. Wenn der Ball irgendwo ist, aufmachen. Verstanden. Du gerne auch nochmal ausprobieren. Okay. Ganz einfach. Ja. So, es beginnt blau. Also in dem Fall gelber Ball. Ich muss kurz mal nachdenken. Ja, klar. Warte, also ja, ich darf dir ja eh dann sagen, ne? Ja, ich lege den jetzt hier hin und wenn du nickst oder sagst, es ist okay, dann lasse ich den Ball los. Warte, noch nicht? Okay. So, da macht er sich also auf die Reise, der Ball. Und es ist schwierig, aus Ihrer Position sozusagen die genaue Lage einzuschätzen. Wir sehen es leichter von der Seite. Oh, guck mal an. Aus der Bewegung ging der rein. Klasse. Also, nur zur Erinnerung, der Becher ist quasi safe. Ja. Okay. So, ne? Parallel sozusagen zum Tisch, dann bleibt er liegen und jetzt schickt sie ihn los auf die Reise. Mhm. Und das ist jetzt das Schwierige sozusagen einzuschätzen aus der Position, ist er drüber oder nicht. Gerade zuvor, der Gelbe war ja ein Randtreffer. Ah, das war auch ein Randtreffer, allerdings ging der dann eben nicht rein. Genauer gesagt, sogar bei 2 Bechern den Rand getroffen. Also wirklich gleich 2-mal Pech gehabt. Vorteil Janine. So, schickt ihn los, bremst vorsichtig, ruhige Hand also. Ja, es ist so eine Kordel, ne? Da bleibt er also manchmal so ein bisschen hängen. Wir sehen ja das Gefälle, trotzdem rollt er nicht los, aber haben ja beide genau das gleiche Seil. Empfangen, völlig egal, welche Reihenfolge. Irgendwann aufmachen. Der erste war ja ein bisschen glücklich aus der Bewegung über den Rand, ne? Und da hat das Glück jetzt gefehlt.
Oben drauf auf den Rand und weg. Jeanette weiß, wie es ist. Ja, ist nicht so leicht. Okay. Da rollt die Kugel. Da, also. Nimmt sie den ersten. Bin ich gespannt. Nee, will nicht den ersten nehmen, sondern soll nochmal losrollen. Der rote Ball wieder auf der Reise, hin und her. Ah, wieder so ein Randtreffer. Und wie gesagt, wenn Sie jetzt zu Hause sagen, mein Gott, das war doch schon oder so, ne? Wir sehen es von der Seite. Sie schaut von vorn drauf. Konzentriert, aber ein Randtreffer jagt den nächsten. Das ist nicht leicht. Okay. So, also, es liegt, glaube ich, in erster Linie an der Position. Kein Problem. Kurzer Kontakt mit den Fingern, ne? Also, einschätzen, ist er drüber über dem Becher? Ja, auch da klebt er plötzlich wieder fest. Das kennt Janine schon und Jeanette selbst auch. Und dann eben, ja, in der richtigen Position aufmachen. Aber das ist so leicht gesagt. So, zack. Richtig, und jetzt fängt es auch noch an, ne? Ja, und das Beste getan, sorry, was man tun konnte, wirklich. Ich glaube, sie konnte auch nicht länger halten. Es sah ein bisschen so aus, wie das gezittert hat, das Gesamtsystem dort. Genau, das, was man nämlich vielleicht unterschätzt, man hält ja das Seil immer unter Spannung. Die Muskeln sind also immer angespannt. Okay. Es ist nämlich tatsächlich auch anstrengend. So, der nächste Gelbe. Also, wenn 5 Bälle einer Farbe in den Bechern sind, dann ist der erste Durchgang durch. Man braucht 5. Naja, und das war schwer einzuschätzen. Ne? Der war ruhig, das ist die richtige Herangehensweise. Ne? Wenn er ruhig ist, aber er muss eben über dem Becher sein. Okay. Und das ist so schwierig. Man muss übrigens dort hinten 3 Durchgänge nur gewinnen, nicht aus der Position. 5 Bälle hatte ich gesagt, 3 Durchgänge, alles klar. Hattest du aber gesagt, möchte ich sagen. Nein, alles gut. Alles gut. Ron, ich liebe dich. Wir lieben uns beide. Gegenseitig. So, ne, wo ist er? Ja, sie schaut ein bisschen seitlich, ist vielleicht gar keine schlechte Idee, ne? Aber Jeanette weiß natürlich auch, dass irgendwann dann wieder das Zittern beginnt. Bums, drin ist er! Ja, deswegen klingt sie ihn aus, bevor wieder die Nähmaschine kommt. Und das sah fast so aus, als wenn er nicht mal richtig drüber war und er so einen kleinen Kick noch bekommen hatte. Okay. So. Rolle, kleiner Ball über einen Becher. Sie will zu dem einen Einzelnen. Klar kann man es hier besser einschätzen, je näher man dran ist, ne? Wo er gerade ist. Aber man braucht auch eine größere Amplitude, ne, mit der Höhe, um das auszugleichen. So, da soll er nicht hin. Und manchmal wirklich wie festgeklebt, dieser Ball auf diesem Seil, auf dieser Kordel, allein schon durch die Struktur. Und sie versucht ihn jetzt genau in die Position darüber zu bringen. Und sie bremst zu spät ab. Aber das sagt sich so leicht von hier oder vielleicht von zu Hause, von vor dem Fernseher. Ach. Und genau dazwischen. Ja.
Okay. Mhm. Oh, fuck it. Ja, warum nicht? Warum nicht? Nein, endlich mal! So, da war Janet schneller als unsere Slow-Mo, aber wir haben es ja gehört. Sozusagen so ein bisschen Seilball-Radio gemacht. Kann ich mal so eine seitliche Kamera rausgeben? Nein. Naja, genau das ist eben das Problem. Ne? In der Tiefe sozusagen einzuschätzen, ist er drüber oder nicht. Wieder ein Randtreffer, wieder mit wenig Glück. Denn der springt weg vom Becher. Und der kann ja auch in den nächsten gehen. Also auch das wäre in Ordnung. Ja. Okay. Aber das Glück hatte sie nicht. So, Janet. Fängt dann halt so an zu zittern einfach. So, welchen will sie? Kann ich eigentlich auch in meinen gleichen Becher? Du kannst, aber bringt ja keinen Punkt. Ja, so zum Üben kann man das ruhig mal machen. Mit Ansage. Aber ich lasse den auch gerne. Ich lasse ihn gerne mal da drinnen. Also, ich glaube, das Prinzip ist beiden klar, ne? Ja. Den Ball über den Becher schon bringen. Nur dem Ball ist das nicht so klar. Richtig, ne? Das ist eben das Problem. Das ist das Ding. So, also das Einschätzen der Position. Ja. Und guck mal an, so, jetzt war das Glück mal auf ihrer Seite. Zählt. So, bumm. Einen auf den Rand, in den nächsten rein. Ja. So. Und nochmal zur Klärung, also der eine mit den zwei Bällen, wunderbar. Der mit den zwei Bällen zählt auch nur einer, der jetzt erst eingeschaltet hat. Also der zählt nicht zwei Bälle. Zack, genau drüber. So, das war's gerade. So, das war's gerade. Ja, und vielleicht ist es manchmal besser, ne, den schnellen Treffer zu suchen, ehe das Zittern kommt, ehe die Nähmaschine kommt. 3-3. Ja, gut. Jeanette übt gern so ein bisschen. Warum nicht? Ich bin beeindruckt von diesem Saugnapfwerkzeug von Elton. Das finde ich auch beeindruckend. Bringt nichts. Wie bei einer Geburt. Was bringt nichts? Das bringt nichts. Aber du hast doch gesagt, ich kann in meinen gleichen Becher. Ja, aber es, ja, keine es Punkte. Ist nicht verboten. Es haut dich dafür keiner. Keine Punkte, habe ich gesagt. Ja. Gut. Okay. Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich, weil das. Es ist anstrengend. Ich weiß, ja, ist gut. Okay. 5 verschiedene Becher. Doppelt bringt nichts. Zack, und er springt raus, nein! Aber warte, er war drin. Er war drin, das ist das Richtige. Aber er muss wohl drin bleiben. Er muss wohl drin bleiben. So verstehe ich jetzt dieses Spiel. Okay. Genau. Und keinen Augenblick zu spät. Also das muss man ja dazu sagen. Ja, hast recht. So, Jeanette weiß jetzt auch, dass sie einen leeren Becher braucht. Ich wusste ja vorher schon. Es ist mir passiert. Wir mögen lieber volle Becher. So. Ja. Also auch früh, auch mit ein bisschen Glück. 1, 2, 3, 4 zähle ich. Das war sehr gut. Alright. Das heißt, das wäre gut, wenn Janine jetzt den macht. Oh. Ne, so hat also Jeanette Biedermann hier quasi einen, einen Satzball. Solltest du jetzt einen freien Becher treffen, hast du den ersten Durchgang gewonnen. Okay. Also quasi Satz- oder Durchgangsball für Jeanette Biedermann. Hat nicht den Mut aufzumachen aus der Bewegung, ist natürlich das Risiko. Ja, jawohl. Macht das Ding, jawohl! Erster Durchgang! Ja!
Erster Durchgang. 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt fängt Jeanette Biedermann an. Für den nächsten Durchgang. Wollen auch alle nicht. Sind die Becher angeklebt? Nee, das ist hier Felix, gute Erfindung. Sollen wir dir helfen? Komm. Kommst du rein mit deinen Händen? So war es nicht gemeint. Weil die einfach so große männliche Hände sind, habe ich gefragt. Selbstverständlich. Weißt du? Ed, merk dir das mal ganz gut. Sie war du fängst jetzt an. Okay. Sie war 2 Sekunden schneller als ich mit der Bemerkung. Was ist denn mit euch los? So, auf geht's. Also jetzt ist wirklich alles klar, alles bekannt. Okay. So, gleich den ersten, guck mal an. Jetzt will ja eine fertig werden. Der Rand. Auch Janine sucht den schnellen Becher. Okay. Ganz viel Auswahl ist da. Zack, traut sich sogar. So, ich würde jetzt mal behaupten, Jeanette ist angekommen im Spiel. Ja, ihr seht das von da. Genau, das muss ich mir auch sagen. Ich muss es nochmal wiederholen. Ne? Oh. Vielleicht hat jemand jetzt erst eingeschaltet. Wir sehen es alle von ihr der Seite. Ihr seht es besser, ne? Wir sehen es besser, ja. Könnt ihr mir nicht ein Handy hier so daneben halten? Okay. So, wird das der dritte in Folge? Oh. Nee, Rand. Achtung, nochmal aus der Bewegung, ja. Das waren auch nur ein paar Millimeter, die gefehlt haben. Durch das Absenken wird also diese Haftreibung dort beendet. Dann rollt die Kugel los. Und alles gut. Alles gut. Das war geil. Alles gut. Egal wie. So geht's auch. Hauptsache rein. Total gut. Das Glück der Tüchtigen. Ron, bitte keine zweideutigen Gespräche. Nein, auf keinen Fall. Ja, ich war auch kurz davor. Auf keinen Satz, den Fall. Sich viele Männer denken. Was jetzt? Okay. Beruhigen uns alle wieder. Mann! Ja, da war auch ganz viel Pech dabei, ne? Ich glaube, links, rechts und dann rausgesprungen. Vielleicht doch zu hektisch nochmal so. Okay, danke. So, den ersten Durchgang hat Jeanette Biedermann gewonnen. 3 muss man gewinnen. Janine liegt ihn daneben. Okay. So, also es scheint echt systematischer zu werden, was wir bei beiden sehen. Sehr konzentriert. Ja, gibt's doch nicht. War eigentlich Böse. Drüber. So gut wie das vorhin also losging bei Jeanette, so schlecht waren die letzten. Naja, schlecht. Ja, ich meine mal so, guck mal, die hat die ersten easy versenkt.
Na, und jetzt gucken wir, Janine. Zack, drinne. Jawohl. Nee, ich wollte ja da jetzt nicht zu nahe treten, aber die waren ja klar zwischen den Bechern. Danke dir. So, lieber Ball, bitte nicht wieder rausspringen. Dankeschön. Den hast du ja weggeschmissen. Nee. Okay. Also in diesem Durchgang der Ausgleich, wir sehen 2-2. Da rollt er wieder, der kleine rote Ball. Ich so. Dreh gleich durch. Ja. Halt mich fest, bitte. Und mach ich gerne. Jetzt kommen die Randtreffer wieder. Und die müssen wirklich schmerzen, diese Randtreffer. Die ja beide schon zuhauf hatten hier. Janine kämpft wirklich immer gegen diese klebenden Bälle. Mhm. Also. Na komm schon. So, ne? Vorhin waren es immer die schnellen Treffer, die geholfen haben. Aber die beiden wollen natürlich die Bälle genau über den Becher manövrieren und dann aufmachen. So. Nein! Ja. Vergiss es. Eh nicht. Vergiss es, ja. Ja, da war ja was. Da war schon was drin. Vielleicht wäre er ja in einen leeren gesprungen. Wir haben es ja schon alles das gesehen. Das hätte ja wohl sein können. So, also nochmal zur Erinnerung. Vorhin waren es die schnellen Treffer immer, die zum Erfolg führten bei Janet Biedermann. Und wir haben es gesehen, also ich versuche da mal ein bisschen in ihren Kopf einzudringen. Ne? Sie versucht auch noch ein bisschen dichter ranzukommen natürlich. Die Höhe zu verringern mit dem Risiko, dass er wieder losrollt. Oh, das gibt es nicht. Ich bin so über Bande. Das gibt es nicht. Wow, okay. Das zweite Mal. Ja. Aber das Ergebnis zählt am Ende. Okay. 3 gelbe, 2 rote. Alles offen. So, Jeanette will den hier vorne. Oh nein! Nein, und jetzt hat sie das Pech, dass der drin ist und rausspringt. Ich fühle es. Wir gucken uns das nochmal an hier, wirklich. Und dann vor allen Dingen, der bleibt ja noch fast auf dem Rand liegen dann und kullert dann raus. Also der muss richtig wehgetan haben gerade. Ja, hat er. Tut immer noch weh. Du hast ihm auch wehgetan. Ich habe ihn bestraft. Ja? Okay. So, 3, immer noch der Vorteil also. Na? Ja, jetzt glaubt sie, das klappt immer, ne? Ja, das glaube ich. Ja. So, vorhin habe ich noch gedacht, wir sind heute Abend schnell fertig, aber jetzt. Okay. Okay. Wieso lief das anders in der Probe? Nein, bis jetzt wart ihr beide bei den Spielen immer wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell, auch beim Memory ja eben.
Dann hatte ich ein bisschen Angst, dass ihr da hier jetzt auch durchrutscht. Ja, das war. Jetzt nicht resignieren. Nein. Okay, danke. So, jetzt sammeln wir uns alle nochmal. Ja, denn wir wollen jetzt endlich mal wieder so einen Ball in einem Becher sehen. Ja. Schönen gelben Ball in so einem Becher. Ach, also auch wieder Rand. Das ist unglaublich. Ja. Die Dinger. Was ist das denn? Okay. So. Und Jeanette will weiterhin diesen einen Einzelnen dort. Ne? Ist nah an ihr dran. Kann sie Distanz gut einschätzen, wann er drüber ist. Also wir haben schon Treffer aus der Ruhe gesehen. Wir haben welche aus dem Rollen gesehen. Ja, und da ist wieder einer. So, zack. Gott sei Dank. Das Glück ist zurückgekehrt. 3-3. Und 3 Becher sind frei. Ach, hier. Zack. 2, 3 Sekunden. Rollt los. Seil aufmachen. Ball drin. So geht's also. 4. Zack. So, beide 4. Wer macht den einen? Ne? Vorteil natürlich Janine, die als Erste dran ist. Jetzt. Da muss er rein. Auch wieder. So, damit verlagert sich der Vorteil zu Jeanette, die die Chance hat, ihren roten Ball einzutüten. Rand mal wieder. Hat jemand mitgezählt, wie viele Randtreffer das waren? Zack, ne? Und springt wirklich weg. Okay. Damit die Chance nach Durchgängen auszugleichen. Oh nein! Rand, so weg. Rand, weg. Wir gucken es uns nochmal an, ne? Wirklich. Könnte man denken, dass der sich drin sammelt, hat er aber nicht. Der Ball hatte andere Pläne. Ja. So, das ist er drin! Gut. 2-0 nach Durchgängen. Da bekommt Jeanette den 2. Punkt und hat jetzt die Chance, gleich dieses Spiel zu gewinnen. Aber für Janine ist auch noch alles offen. Ja, Janine fängt jetzt an. Okay. So, apropos leere Becher treffen. Elton, wie warst du neulich beim Arzt? Hä? Bitte? Warum? Okay. Nee, alles gut. Elton hat ihn verstanden. Das wusste ich schon gerne. Was war beim Arzt? Ja, alles gut. Bei welchem Arzt? Selbst wenn den nur einer versteht, mache ich den. Ja, voll, bis oben. Okay. Oh, okay. Mein Trick. Es würde sich immer fast lohnen, mitzustoppen. Den kann ich auch. Okay. Krass. 2, 3 Sekunden. Ja, manchmal sind die Schnellen besser. Naja, erhöht ja auch den Druck auf die Gegnerin. Ja, wenn man dann so anfängt zu zittern irgendwie. So, wann macht sie auf? Oh! Okay. Ja, langsames Absenken und als er sich dann auf den Weg machte, schnell eingetütet. Zack, klasse. Aber wir haben auch schon solche gesehen, die rausgesprungen sind. Also. Ja. Ne?
Janine hat wieder so einen magischen Ball probiert. Okay. Man braucht halt Geduld irgendwie. Ja. So, zack, die beiden nächsten sind drin. Ganz hinten der Gelbe. Alles offen. Tja, wer traut sich nochmal so einen dynamischen, also so einen rollenden? Ja, ja, sie gerade, Janine. Also schon, wenn man tiefer damit runterkäme. Okay. Warte mal, ich nehme den noch weg. Also Janet Biedermann führt mit zwei Durchgängen. Was war das denn? Einen, der war früh weg. Kein Bock mehr, oder was? Genau, also Konzentration. Es geht immerhin um 100.000 Euro hier. Dazwischen, okay, ja, da ist sie Spitze. Ja. Da ist Janine Spitze. Ich bin so okay, für den Zwischenball zu haben. Ich würde so gerne so um die Ecke gucken. Naja, der hat auch schon wieder reingeschaut unten, ne? Links, rechts, ja. Gegen und dann ist er wieder weg. Der muss noch ein bisschen. Und der will wieder nicht. Jetzt kommt er und natürlich zu schnell. Ja. Ja. Wir leiden mit dir, Janine. Oh ja. So, also wieder drin. Und was man aber auch mal sagen muss, ich sehe bei beiden nicht mehr diese Nähmaschine, die wir vorhin gesehen haben, dieses stimmt. Zittern. Also es ist extrem ruhig geworden, okay. Hochkonzentriert eigentlich. Na, und manchmal hat man eben auch ein bisschen Glück und ein bisschen Pech. Ey. Zack, ne? Wie der zum Beispiel auch wieder auf dem Rand. Da werden die beiden heute Nacht davon träumen, glaube ich. Ja. Er will wieder nicht los. Ja. Wolltest du da aufmachen an der Stelle? Ja, na klar wollte ich das. Okay, logisch. Gut. Weil es genau in der Mitte war. Ja, Ron, sie sieht's doch. Ne? Ja, ich weiß, ich sage es ja nur, ne? Ey, das ist wirklich, wahrscheinlich denkt man die ganze Zeit so, hä, was soll das? Man sieht doch. Oh, aber hier, guck mal an. Guck mal an. So, Elton, wir spielen das schon eine Weile, oder? Ja. Okay, danke. Aber ich finde, das ist ein sensationelles Sportgerät für zu Hause. Ja.
Ich bin mir auch sicher, dass Janine und Jeanette sowas schnellstmöglich zu Hause nachbauen wollen. Ja, ich glaube, es wird mein neues Lieblingsspiel. Nee, nicht vom Spiel, aber du musst die Seile anspannen, du gehst in die Hocke, so, wie heißen die, Squats oder sowas? Richtig. Ja, ist viel dabei. Ja, und da hast du Spaß auch noch beim Spiel. Ey, zwei Tage. Ja. So, sorry, Jeanette. Also, Bierpong finde ich uns hier gerade. Spaßiger, sag ich mal. Okay. Wenn wir schon Becher so, und los. Jetzt konzentrieren wir uns alle wieder und hören auf. Und ich meine da eher Elton und mich. Ich muss kurz was gucken, ja? Ja, natürlich. Ja. Also der, der und der. Okay. So, 3-3. Also wirklich jetzt hier ein Kopf-an-Kopf-Duell. Zack, drinne. So, jetzt aber. Okay. So, 4 also. So. So, also nochmal. Jeanette führt nach Durchgängen 2-0. Okay. Janine jetzt hier mit der Chance, ihren ersten Durchgang zu holen. Zack, drin, jawohl. Sie lebt noch. Weiter geht die Reise hier. Und Jeanette fängt auch jetzt an. Alrighty. Okay. So, weiter geht's also. Die Muskeln konnten wieder etwas erholt werden. So, und jetzt hat Jeanette auch mal das Glück hier. Damit ist diese Technik also okay. Nicht mehr nur exklusiv bei Janine. Ja. Teilen sich also hier jetzt das Glück so ein bisschen. Absenken, wir haben es gesehen. Aber wenn er rollen soll, rollt er irgendwie nicht. Nein! Ja, ja. Na auch. Rand, Rand, raus. Oder habe ich es richtig gesehen? Zack, zack und weg. Dritter Rand sogar noch dabei gewesen. Also ganz großes Pech. So, zack, das zweite Ding. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ja. Ein weiterer Matchball-Durchgang für Jeanette, ne? Die 2-1 führt. Gleich Janine jetzt aus, dann ist der nächste Durchgang danach der Showdown. Oh ja, oh ja. Okay. Es war also offensichtlich, das hat ihr Radar gesagt, okay. Über dem Becher. Sie macht auf, zack, das Ding liegt drin. Trotzdem die Chance jetzt hier 3-1 in diesem Durchgang nach vorn zu marschieren. Jau! Und jetzt hat sie das Glück also. Auch auf dem Rand und dann tanzt das Ding rein. 1, 2, 3. Janine 1. So, der soll dort in den Freistehenden.
Jawohl. Wichtiger Ball. Okay. Erinnert natürlich nichts an der Tatsache, dass das der vierte hier werden kann. So, und das ist der vierte. Das heißt, ab dann, immer wenn Jeanette dann ans Seil geht, geht es um den Sieg in diesem Spiel. Aber, und das sollte Jeanette Mut machen, das ist erst vorbei, wollte ich gerade sagen, wenn der Jingle kommt. Und der tut richtig weh. Der wäre so unglaublich. Der tut wirklich, das ist mitten ins Herz. Unglaublich wichtig gewesen. Okay. Damit jetzt hier die Chance, das Spiel nach Hause zu bringen. Und damit ja quasi uns alle zu erlösen. Dazwischen, aber richtig in der Mitte dazwischen. Ja, ich weiß. Kann ja auch reinspringen. Richtig. Soll ja passieren. So, also. Oh, guck mal an hier. So, jetzt wird ja nicht mehr lange gefackelt. Jetzt rollt das Ding los. Auf, zack, wichtig. Okay. Also, nach wie vor natürlich Spielball. Also, sie muss das Ding versenken, dann hat sie das Spiel gewonnen. Nee, er ist so hängen geblieben an einer Seite. Hey, was war das denn? Oder will sie nur die Spannung künstlich oben halten? Ja. So, Chance zum Ausgleich hier. Nee. So, ne? Springt weg und wieder die Chance, jetzt hier den Sack zuzumachen mit diesem roten Ball für Jeanette Biedermann. Okay. Ja. Und dann muss sie es meinetwegen nie wieder in ihrem Leben machen. Wer muss, sollte sitzen, dann Spiel Nummer 9 gewonnen. Sie auf. Also, zwei Seilenden in der Hand. Sind sie straff? Sind sie eine Art Kugelbahn? Lässt man den Druck nach? Fällt der Ball runter? Das Zittern kommt wieder. Und im bestmöglichen Fall also in den Becher. Nee, auf den Rand. Und Jeanette lebt immer noch. Muss rein, um das Ding hier offen zu halten. Nee, wieder auf den Rand. So, und jedes Mal noch und jedes Mal, wenn die beiden demnächst aus Bechern trinken, werden sie nur an dieses Spiel denken. So, also wieder die Möglichkeit hier endlich andere Musik zu hören für uns alle. Wenn sie die Kugel eintütet. Zwei Becher stehen zur Verfügung. Okay. So, Rand, Alter. Rand. Das ist mir zu aufgeregt. Na gut, der eine hätte dann ja nicht gezählt. Weil irgendjemand wird bestimmt mitgestoppt haben, wie lange wir das hier schon spielen. Ich finde das auch gar nicht so lange. Da ist er drin, so. Und damit hält sie sich die Möglichkeit offen, aber Jeanette noch einmal jetzt hier. Ja. Noch einmal. Den. Okay. Dort rein.
Zack, und das Ding ist aus. Und er bleibt drin und das war's. Andere Musik bitte. Dankeschön. Ja. Dieses Spiel, ey. Oh. Danke. Alter. Ja. Am Anfang hat man gedacht, okay, vier Bälle schnell drin, aber dann wurde es dann doch noch mal knapp. Ja, wir machen es spannend. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. So. Und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Festival den Bierpong spielen. Ich freue mich wirklich auf Bierpong demnächst. Gut, Punktestand. 24 zu 21 für Janine Ullmann. Hey ihr Lieben, abonnieren nicht vergessen, den YouTube-Channel nichts mehr verpassen. Nichts mehr verpassen, wir dürfen nichts verpassen. Also abonnieren, jetzt.